Ein großer Kombi ist für viele Familien das perfekte Fahrzeug, denn er bietet die Vorteile einer großen Limousine, wie zum Beispiel Fahrkomfort, Sportlichkeit oder aber auch Ausstattung, kombiniert mit sehr viel Platz. Mich interessiert jetzt, wie sich ein Skoda Superb, also ein Fahrzeug der Mittelklasse, schlägt im Vergleich zu Fahrzeugen der gehobenen Mittelklasse, wie zum Beispiel einem Mercedes E-Klasse T-Modell, einem 5er Touring oder aber einem Audi A6. Und natürlich wollen wir auch zeigen, was alles in den Superb reingeht. Der Skoda Superb ist mit 4,85 Meter Länge 8 cm kürzer als zum Beispiel der Audi A6 Avant oder der BMW 5er Touring. Einen relevanten Unterschied in der Breite gibt es jedoch nicht, was unter anderem dazu beiträgt, dass der Superb nicht kleiner wirkt als die großen Edelkombis. Direkt nach der Übernahme des Fahrzeugs steht der erste Laderaumtest an. Weihnachten steht vor der Tür und die Familie drängt darauf, endlich den Christbaum zu kaufen. Skoda bietet für den Superb Motorisierung zwischen 120 bis zu 280 PS an. Den Start macht hier ein 1,4 Liter Vierzylinder TSI. Das Top-Modell ist dann ein 2 Liter TSI. Es gibt natürlich aber auch Dieselmotoren fürs Fahrzeug. Wenn wir uns die Vergleichsfahrzeuge aus der oberen Mittelklasse anschauen, dann ist es bei den Mindestwerten ganz ähnlich, denn zum Beispiel der Audi A6 oder auch der V90 von Volvo oder aber auch die E-Klasse fangen bei 150 PS an. Der einzige, der ein bisschen ausreißt, ist der 5er BMW, da sind es 184 PS in der Basis. Wichtigster Unterschied jedoch ist, wenn man nach oben schaut, also ans Leistungslimit. Hier, wie gesagt, ist das Ende bei 280 PS erreicht. Bei den anderen Fahrzeugen geht es rauf auf 400 PS und zum Teil deutlich darüber. Wichtig ist jedoch, auch bei Skoda kann man, wenn man möchte, einen Allradantrieb haben fürs Fahrzeug. Das bieten andere auch. Selbstverständlich gibt es hier auch eine Automatik oder Schaltgetriebe. Also da sind die Unterschiede nicht da. Ganz klar, wenn man für Leistung ist und nach oben schaut, dann kann der Skoda nicht mithalten. Was wäre besser geeignet als ein Besuch eines bekannten schwedischen Möbelhauses, um herauszufinden, ob sich ein Kombi auch für sperriges Ladegut eignet? Die Aufgabe? Ein neuer Kleiderschrank fürs Töchterchen. Beim Kofferraum muss sich der Superb mit 660 Litern nur der Mercedes E-Klasse knapp geschlagen geben. Dies gilt jedoch nur bei aufgestellter Rückbank. Klappt man die Sitze um, bietet der Superb mit maximal 1950 Litern sogar 130 Liter mehr als der Lademeister mit Stern. Das Fahrwerk des Skoda Superb lässt im Grunde genommen keine Wünsche offen. Ich habe hier aufgrund der unterschiedlichen Fahrmodi von straff bis komfortabel eigentlich alles zur Verfügung. Wer jedoch Perfektion sucht, sowohl bei der Sportlichkeit wie auch beim Komfort, der wird bei der oberen Mittelklasse mit ihrem zum Teil optionalen Luftfederfahrwerken noch spürbare Unterschiede entdecken. Bei der Fahrt in den Urlaub müssen alle mit. Für unseren Testwagen stellt das Einladen der ganzen Familie nebst Gepäck keine große Herausforderung dar. Jeder Kombi der oberen Mittelklasse bietet mehr als ausreichend Platz für Fahrer und Beifahrer. Schaut man in den Fond, fällt auf, dass der Skoda nicht nur mithält, sondern rund 5 mm mehr Kopffreiheit bietet, wie zum Beispiel der 5er Touring oder der Volvo V90. Beim Thema Kniefreiheit kann der Superb erneut richtig punkten. Er übertrifft hier alle unsere Vergleichsfahrzeuge und bietet Platz auf S-Klasse-Niveau.
Im Skoda Superb findet man Leder, Soft-Touch-Materialien, aber auch hochwertige Kunststoffe. Alles wirkt wirklich aufgeräumt und ist richtig gut verarbeitet. Wenn man sich jedoch jetzt die Top-Ausstattung der oberen Mittelklasse anschaut, dann wird schon klar, woher der Preisunterschied kommt. Nirgendwo wird der Unterschied zwischen Mittelklasse und oberer Mittelklasse so deutlich wie beim Preis. Der Skoda Superb Kombi startet bei 27.350 Euro und ist damit rund 20.000 Euro günstiger als das preiswerteste E-Klasse T-Modell. Die Basisversionen des V90 oder A6 liegen rund 15.000 Euro über dem Skoda. Pluspunkte sammeln die Edelkombis klar bei den Fahrassistenzsystemen. Der Superb bietet hier zwar alles, was man zum täglichen Leben braucht. Beim Thema autonomes Fahren oder Extras wie zum Beispiel Remote Parking hat er jedoch das Nachsehen. Im Grunde genommen vermisst man beim Skoda Superb Kombi im Vergleich zu Fahrzeugen höherer Klassen eigentlich nicht wirklich etwas. Natürlich geht es immer luxuriöser und natürlich auch stärker motorisiert, aber das hat auch seinen Preis. Und ich denke daher, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob ihm diese mehr Power und mehr Luxus das Extrageld wirklich wert sind.